Hallo und herzlich willkommen wieder einmal bei uns hier im Flur. Das letzte Video war vom Tag Nummer 80 und jetzt sind wir hier in Rocky sein kleiner Nasszelle. Wenn der nämlich von draußen vom Spaziergang kommt, ist das seine erste Anlaufstelle. Und der hat hier unten noch seinen Wassernapf, ein Handtuch und ja, ein paar Schuhe. Liebe Grüße gehen erstmal raus an die Simone, die hat mich dran erinnert. Mensch, Kai, macht doch mal wieder ein Video. Wir wissen ja gar nicht, wie es bei euch aussieht oder wie es euch denn so geht. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir im Flur an. Hier hat sich auch ein bisschen was getan. Hier haben wir jetzt so einen mobilen Reiseschrank uns besorgt. Ja, da sind Jacken drin, Mützen etc., Schuhe, weil wir halt, wie gesagt, momentan noch keine Zeit haben, uns hier so einen Einbauschrank reinzubauen. Den will ich ja dann auch selber machen, hier mit Streben und Holztüren. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit. Was haben wir hier? Hier haben wir so ein kleines Schlüsselbrett angebracht. Beim letzten Video hatte ich noch keine LEDs in der Decke drin. Jetzt zeige ich die mal von hier hinten. Ist wieder Landebahn typisch bei uns angeordnet. So hatten wir es geplant. Wir haben auf jeden Fall massenhaft Licht im Flur. Es kommt ja die dunkle Jahreszeit und dann will man halt auch ordentliches Licht haben. Genau dasselbe ist jetzt in der Küche. Da habe ich hier noch bei den Unterschränken so drei klebbare LED-Lichter dran gemacht. Aber auch hier haben wir in der Decke oben bis fast hinten ins Esszimmer haben wir hier schöne LED-Beleuchtung. Das heißt, wenn man hier am Kochen ist oder am Machen ist und dann hat man genug Licht. In der Küche hat sich mehr oder weniger nicht viel getan, außer hier haben wir noch einen Aufkleber dran und die ganzen Sachen sind jetzt eingeräumt. Hier unten haben wir die Kochbücher. Dann haben wir hier unsere ganzen Töpfe in dem Rondell, die Spülmaschine läuft. Dann hatte ich ja noch das damals nicht gehabt, hier diese Mülleimersysteme. Und ja, wie man sich dann nach und nach das Ganze einrichtet, über mein Gasherd bin ich ja richtig glücklich. Aber ansonsten, was hier noch zu machen ist, sind diese Abschlussleisten unten. Da müssen wir noch eine nachkommen kaufen, weil die einfach zu kurz bemessen waren. In der Küche hat sich ja dann, wie gesagt, nicht allzu viel getan. Wir haben noch Nachwuchs bekommen in Form von einem kleinen Saugroboter, der hier täglich zweimal durchgeht. Sind wir auch glücklich drüber. Hier haben wir schon ein Bild aufgehängt. Das hat auch in der letzten Wohnung, glaube ich, im Wohnzimmer gehangen. Ja, hatten wir ja auch dieses offene Wohn- und Esszimmer. Hier haben wir jetzt den Tisch, den haben wir ja mitgenommen. Und da habe ich jetzt noch von diesen Stühlen hier, die habe ich bei Amazon bestellt gehabt. Da hatten wir nur zwei. Und da haben wir jetzt insgesamt, haben wir jetzt sechs, sodass wir auch mal hier Gäste einladen können. Und da kann sich mal zumindest so 30% der Familie hier hinsetzen. Da oben habe ich die alten Lampen, die fanden wir schön, die passen ja auch gut rein. Angebracht. Was hat sich noch getan? Hier hinten haben wir eine Pflanze geschenkt bekommen und hier habe ich momentan mein ganzes Equipment stehen. Die Gardinen hat Carolina ausgesucht. Die müssen bloß noch in der Länge unten ein bisschen gekürzt werden. Ja, ich habe hier die Fensterbänke angebracht. Das waren mit meine ersten. Deswegen ist das ein bisschen schräger geworden als das andere. Aber das passt auch gut zu den Jalousien hier, die wir hier uns dran gemacht haben. Und Jalousien, kann man Jalousien sagen? Ja, ne? Da haben wir hier praktisch so ein Ziehsystem. Und die hatten wir mal an der Ostsee in einem Ferienhaus gesehen. Da kann man praktisch hier das Licht reinkommt. Und man kann hier, dass man nichts sieht. Dasselbe haben wir auch hier hinten nochmal in der Küche. Sieht man von hier jetzt, dass man halt auch nicht immer einen Blick hat und durch die komplette Wohnung gucken kann, weil da vorne ist ja dann schon nicht die Hauptstraße, aber schon eine Anliegerstraße. Hier die Couch haben wir komplett gemacht, noch mit ein paar zusätzlichen Kissen. Dann hier ein Tisch noch gekauft, jetzt nichts Besonderes und da hinten noch eine Lampe. Carolina hat hier farblich gestrichen. Ja, jetzt sieht man es da oben, ich wollte es vermeiden, aber hier fehlt auch noch eine Lampe. Fernseher habe ich aufgehängt und das war eigentlich soweit
dann auch das Wohn- und Esszimmer der Bereich. Die Rauchmelder habe ich ja schon lange hier montiert gehabt. Was jetzt noch dazugekommen ist, ich habe hier die Treppe selber gemacht. Das hatte ich ja im letzten Video auch gesagt, dass ich mir hier so Profile bestellt habe. Und da habe ich gerade das ganz normale Bodenlaminat genommen, habe das hier zugeschnitten und muss mir jetzt nur hier am Rand was einfallen lassen mit dem Gips, wie ich das verkleide. Aber da bin ich noch am Überlegen, weil wir hier auch ein Geländer noch hinmachen wollten in Form von so zwei dicken Kordeln. Da muss ich mir auch, wie gesagt, noch was einfallen lassen. Hier hat Carolina eine Tapete, die man leicht abwaschen kann, dran gemacht, weil die Kinder dann doch immer wieder da dran datschen. Ja, und dann haben wir so ein bisschen Kontrast gestrichen hier oben. Dasselbe Grau wie hier im Eingang. Hier das komplett, dieses Podest, was wir uns hier haben hinmauern lassen, habe ich dann mit dieser Arbeitsplatte, die habe ich mir im Baumarkt gerade zurechtsägen lassen, weil die halt eine richtig gute Säge da haben. Und da habe ich hier gerade das ganze Teil drauf gemacht. Ja, und da sieht es natürlich auch schön aus. Ein paar Bilder, ein paar Blumen. Hier oben einfach ein Hocker rein. Da war ja die ganze Zeit schon Laminat. Wir haben immer noch nur eine Tür im Badezimmer. Die anderen, die müssen wir jetzt noch besorgen, aber das war auch meine erste Sache, die ich gemacht habe und die hält bisher auch ganz gut. Badezimmer hat sich grob nichts verändert, außer dass wir jetzt noch hier einen Spiegel haben. Den habe ich hier direkt über dem Waschbecken angebracht. Das hat da ganz gut gepasst. Wo haben wir den her? Ich glaube auch IKEA. Ja, das ist dann alles abgestimmt und Carolina wollte das haben. Der einzigste Nachteil ist, dass halt hier öfters mal ein bisschen was verspritzt ist, aber ansonsten ist das ganz gut. Und das System gefällt uns auch ganz gut hier mit diesem Waschbecken und dem Schrank ohne Füße. Da kann man richtig gut sauber machen. Was ich auch von der Dusche sagen kann, also das ist echt eine klasse Sache und ein super Einfall gewesen. Wir haben hier so einen Abzieher hier unten. Wenn man dann duschen war, zieht man einfach diese Duschscheiben, die kann man ja hier so reinmachen, mal drüber und über den Boden. Auch der Abfluss hier lässt sich super reinigen und so ist das eine echt klasse Sache. Man hat nicht immer diese Duschwannen und diese Fugen, die dann irgendwann gelb werden. Jeder kennt's und deswegen habe ich gesagt, das ist eine schöne Sache. Im Philipp sein Zimmer hat sich auch sehr viel getan. Ich habe jetzt das alte Video nicht mehr angeguckt, aber wir haben hier komplett unser Bett raus. Dann haben wir hier das Schranksystem hingestellt, damit zumindest mal ein bisschen Ordnung ist. Dann hat Philipp hier eine große Fototapete bekommen, dann so einen Sitzsack, den hat er von seiner Tante bekommen. Hier ist sein Bett und da kann er dann auch sich drauflezen. Da nach der Schule wird sowieso meistens noch ein bisschen geschlafen. Hier haben wir als Raumtrenner momentan erstmal dieses große Regal, weil er halt auch noch keine Tür drin hat, dass er hier ein bisschen Privatsphäre hat. Ja, da auch gestrichen die Wände auf der anderen Seite. Und oben lassen wir immer ein bisschen Platz, damit das schön sauber aussieht. Hier hat er seinen Schreibtisch, da kann er seine Hausaufgaben machen, kann Musik hören. Und auch hier habe ich Fensterbänke dran gemacht. Diese schönen Jalousien hier, da kann man sich dann ein bisschen dunkler machen. Ja, und hier sind dann auch die schwarzen Gardinen hier. Da haben wir auch so ein IKEA-Stangensystem genommen und das passt auch ganz gut. Bei den Mädchen sieht es ähnlich aus von dem Fortschritt. Ja, die haben auch noch keine Leisten, aber Emilia hat jetzt einen kleinen Schreibtisch mit einer schönen Lampe. Da kann sie dann auch drauf malen, ihre Sachen machen, hat hier ihre Klamotten drin. Und hier hinten sieht es dann halt auch ein bisschen schöner aus mit einem Vorhang. Oben haben wir einfach so eine Kugel angebracht. Ein schönes Licht. Hier hat sie dann ihr Bett. Haben wir noch so zwei kleine Häuschen hier aufgehängt. Da kann sie ihre Sachen reintun. Ja, Kuscheltiere, Spielzeug. Es ist noch viel im Keller, weil man halt hier einfach noch ein bisschen Gas geben müssen. Da haben wir schon Leisten angebracht. Da hinten sind auch schon Leisten unten, aber ja, es kommt halt einiges da noch vorm Winter, das wir machen müssen. Hier bei Hanna im Zimmer steht soweit auch das Bett. Wir haben ja die Heizung extra hier auf die andere Seite gebracht oder besser gesagt montieren lassen vom Hydrauliker. War auch eine gute Sache, weil hier passt jetzt so ein kleines Regal rein. Man bekommt die Tür noch auf.
obwohl am Balkon ja sowieso keine Brüstung ist. Da muss ich mich auch noch drum kümmern und außerdem muss ich hier außen noch ein bisschen gucken, dass ich den Balkon noch abspritzt mit Silikon etc. irgendwas, damit hier keine Feuchtigkeit reinkommt. Das ist soweit Hannas Zimmer, die hat auch eine Lampe hier oben und hat vom Philipp die kleine Couch bekommen. Das heißt, die kann sich hier auch ein bisschen hinsetzen und viel ist aber auch noch nicht drin in den Zimmern. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter. Da hat sich nämlich auch einiges getan. Wenn ich noch Zeit gehabt habe, dann lief ja vor dem eigentlichen Video hier noch ein paar Einspieler mit schönen Musik, Videos, Bilder abwechselnd. Dann sieht man nämlich auch, wie das Ganze hier entstanden ist. Wir fangen jetzt mal hier in diesem kleinen Flur an. Der ist noch ohne Licht. Ich bin froh, dass da ein Fenster von der Garage ist. Da hat man wenigstens noch ein bisschen was. Hier ist eine Heizung. Das ist ganz gut, weil man zumindest mal auch dann die Wärme hat, die nach oben steigt durchs Treppenhaus. Hier ist jetzt das Einzige, dass hier mein Fahrrad steht. Das will ich nicht unbedingt in der Garage stehen lassen, weil die Kinder öfters mal hier nicht zumachen. Hier habe ich noch die ganzen Verkabelungen mal versteckt, weil einfach da schon Strom drauf ist. Und wir fangen an im Keller. Da habe ich einen Türgriff dran gemacht, dass die Tür auch jetzt vorm Winter schön abdichtet. Also da kommt wirklich auch nicht viel Kälte durch. Ja, und hier sieht man jetzt, ich habe ein bisschen aufgeräumt, das restliche Laminat hier reingeräumt, einfach weil die Garage zu kalt ist. Hier hat man jetzt immer noch die Waschmaschine und der Trockner. Hier habe ich die Winterreifen reingelagert und abgedeckt. Die kommen jetzt auch bald wieder drauf. Jetzt gehen wir mal hier runter ins Mäuerchen. Das habe ich mir sozusagen die letzten Wochen hier zurecht gemacht. Einfach das ganze Werkzeug, das im Haus verstreut war, habe ich mir einfach hier auf zwei Paletten gesetzt. Die wurden mit dem Laminat geliefert und habe unten so 5 € Balken, zwei Stück für 5 € habe ich das drauf gemacht, damit man einfach mal ein bisschen Ordnung hier hat. Und man sieht, es ist schon weniger geworden. Hier ist noch von den Vorbesitzern so ein Stuhl. Hier haben wir noch eine Matratze. Die habe ich hier verdeckt, wenn jemand zum Schlafen da kommt. Ja, und dann haben wir noch ganz viele Kartons hier hinten. Und dann habe ich aber auch noch ja, Zeit jetzt, um das alles aufzuräumen. Die Garage sieht genauso aus. Das ist ja das Schöne, das habe ich am Anfang schon gesagt. Die ist abschließbar hier. Und hier hat man einfach die Möglichkeit, von der Garage, vom Haus in die Garage zu kommen. Da steht noch die Heizung, die habe ich sauber gemacht. Die kommt dann bei uns ins Schlafzimmer. Wir hatten von Anfang an ein Garagentor, was ja auch super ist und auch nicht so günstig. Und da muss man halt auch hier einiges anbringen. Hier stehen die Fahrräder. Und wer sich erinnert, ich glaube, hier war mindestens 5-mal Schrottmeter hoch drin gelagert. Wir hatten da den Container draußen auf der Straße hier stehen. Also ich bin froh, dass sich jetzt hier mittlerweile das etwas beruhigt hat. Da muss ich noch diese Nasssteckdosen dran machen. Hier oben hat mir mein Schwager ein schönes Licht geschenkt. Also so zwei große Lichter, wo so irgendwo 6 Röhren reinpassen. Hier habe ich einen kleinen Heizer, wenn ich hier am Arbeiten bin, damit es dann auch im Winter schön warm ist. Ja, der Rocky, der folgt mir auf Schritt und Tritt. So, was hat sich da drüben getan? Man sieht schon, war ja auch schon in diesem Einspieler zu sehen. Wir haben hier komplett alles mit Laminat verlegt. Hier unten haben wir einfach so einen kleinen Absatz gemacht, weil hier, wer sich daran erinnert, das war ja von den Arbeitern, die hier waren, nicht ganz so toll gemacht. Wir haben hier noch Beton angerührt und haben dann hier noch Beton drauf und haben das glatt gezogen, dass einfach hier nur ein kleiner Spalt ist. Ja, dann haben wir schon überall hinten. Ah ja, genau. Das war ja beim letzten Mal auch nicht, ja. Wir haben hier die Rigipswände drauf gemacht. Das hat man ja beim letzten Video auch noch nicht so gesehen. Ich habe hier Fensterbänke, habe ich hier auch montiert. Das ist jetzt praktisch dieses Souterrain-Schlafzimmer, wo man praktisch rausguckt und ist so auf Fußhöhe vom Garten. Und da haben wir das
ganz schöne Bild. Liebe Grüße geht an die ganze Familie raus. Und ja, da haben wir endlich unser Bett. Das ist hier unten. Beim Philipp hat es halt doch mehr oder weniger gestört. Der Rocky, der macht gerade wieder hier einen auf. Ich muss mein Kissen, wo ich mich nachts drauflege, zerstören. Stimmt's, Rocky? Naja. Ja, hier sind noch Regale. Die müssen noch aufgehängt werden. Da steht noch einiges drauf. Hier, das war auch eine super Sache. Wir haben erst angefangen, alles zu verspachteln hier. Und dann hatten wir überhaupt keinen Bock mehr und haben dann Tapete draufgeklebt. Also da gab es so spezielle Tapete und die dann auch diese Unebenheiten so leicht abgedeckt hat. Und ich muss sagen, dafür, dass wir das zum ersten Mal gemacht haben, sieht es ganz gut aus. Hier oben haben wir Styroporleisten für den Abschluss noch reingemacht. Ja, und diese Verschachtelung hier, das ist auch dieses Rehgips und das habe ich auch gemacht. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Dafür, dass wir das zum ersten Mal beide vorgenommen haben, ist es okay. Hier habe ich, wie gesagt, dann noch Schaum reingespritzt und ja. Das Einzige, was jetzt noch kommt, ist die Treppe. Ja, das ist das Wichtigste. Ich werde hier auch des Öfteren genötigt. Wann machst du denn endlich mal die Treppe? Wichtiger ist die Heizung. Das kommt jetzt noch. Das Dach haben wir ja zum Glück noch in den Sommermonaten gemacht. Und ja, dann muss der Hydrauliker nochmal kommen. Der muss dann nochmal das komplette Heizungssystem entlüften und durchspülen. Und dann wollten wir eigentlich auch nur noch so ein Entsalzer unten am Hauptanschluss haben, dass praktisch das ganze Wasser hier ein bisschen kalkfreier nach oben kommt. Da haben wir dann auch nicht so viele Kalkspuren in der Dusche, in der Kaffeemaschine und sonst wo. Ja, das ist so der kleine Überblick gewesen. Jetzt, wenn ich jetzt hier im Wohnzimmer stehe und schwenk einfach mal rüber. Das hatten wir ja von Anfang an so geplant, dass hier diese Zwischenwand steht, beziehungsweise da haben wir uns erst so in der Halbzeit dazu entschieden. Ja, und wie oft sitze ich dann hier und denke mir, Mensch, was waren das für Zeiten, als wir hier diese Wand reingekloppt haben? Weil wer sich da noch dran erinnern kann, hier war praktisch Wand und hier war so eine kleine Tür. Naja, die wollten das damals so haben, aber ich finde halt, offen macht's schon einen schöneren Eindruck. Es sieht alles heller aus, frischer aus. Ja, und jeder, der uns mal besuchen kommt, wird es dann auch live sehen. Dann war es das jetzt mit der kleinen Vorführung, mit dem kleinen Rundgang. Und ja, ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch, über neue Abonnenten. All jene, die schon länger abonniert haben, die grüße ich ganz herzlich. Bekannte sowieso, fühlt euch gedrückt. Und ja, demnächst. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann, jeden Sonntag, aber es kommt dann bestimmt was Neues. Ja, dann sage ich Tschüss und einen schönen Tag noch.